Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man mit Hilfe des Wettkampfmanagers die Landesmeisterschaft in Thüringen auswerten kann. Dafür habe ich mir hier einmal die aktuelle Version heruntergeladen und entpackt und habe hier die Starten-Button ausgeführt, was so ein schwarzes Fenster erzeugt. Ist das alles fertig, kann man hier einfach im Browser Localhost eingeben und kommt zu dieser Passworteingabe-Abfrage. Habe ich das ausgewählt? Wähle ich hier eine Vorlage, und zwar die Landesmeisterschaft in Thüringen. Dadurch wird der komplette Wettkampf konfiguriert und ich kann direkt mit dem Eingeben der Mannschaften loslegen. Das möchte ich hier mal an den weiblichen Mannschaften demonstrieren, und zwar einmal wähle ich Zollernruder aus, und zwar starten die in der Kategorie Mehrkampf. Dort werden dann automatisch die drei gewünschten Wertungsgruppen hinzugefügt. Und zwar ist das der Löschangriff im Mehrkampf, die Staffel und die Gruppenstaffette. Nun füge ich auch gleich mal eine Wettkämpferin hinzu. Und zwar, das ist Anne-Kathrin Dassler, die hier jeweils für die Mannschaft startet. Und zwar einmal als erste und beim Hackenleitersteigen als zweite. Und dann noch einmal Julia Schmidt, die dann genau umgedreht startet für die Mannschaft. Hier unten wird das dann auch dargestellt. Dann füge ich noch eine Mannschaft hinzu, die nur im Löschangriff starten möchte. Nehmen wir einfach mal FF Halle, die nur im Löschangriff starten möchte. Natürlich muss ich noch ein Geschlecht wählen. Und hier unten sieht man dann, dass bei den gewünschten Wertungsgruppen auch nur der Löschangriff vorkommt. Wählt man jetzt noch eine Mannschaft aus, und zwar das Team Mecklenburg-Vorpommern, was dort außer der Wertung starten wird, dann muss man hier bei den gewünschten Wertungsgruppen noch eine Änderung vornehmen. Und zwar muss man hier überall außer der Wertung anklicken. Genauso sieht das aus, wenn man für diese Mannschaft dann Wettkämpfe hinzufügt, zum Beispiel hier Stefanie Rost. Dann startet sie zwar bei beiden, aber außer der Wertung. Möchte man jetzt die Startlisten erstellen, klickt man hier über Startlisten hinzufügen, Löschangriff, die jeweiligen Wertungsgruppen an. In diesem Fall sind das alle, da alle sozusagen auf einer Startliste stehen werden. Wählt hier einen Namen aus. Und bei den Ergebnislisten muss man auch alle auswählen. Das heißt, die werden dann jeweils wieder zu ihren Ergebnislisten zurück zugeordnet und sagt bei der Listenerstellung zufällig anordnen. Nun wird hier die Liste automatisch generiert und wir können die Reihenfolge noch verändern. Das ist dann wichtig, wenn zum Beispiel zwei Mannschaften mit dem gleichen Material starten, dass wir die Reihenfolge dann noch verändern können. Nun gehen wir mal davon aus, dass der erste Lauf durch ist. Das heißt, wir können hier die Zeiten eingeben. Und den zweiten Lauf auch. Und möchten jetzt die Startliste für den zweiten Lauf generieren. Das kann man natürlich auch schon machen, bevor die Zeiten eingegangen sind. Wenn also die Reihenfolge für den ersten Durchgang festgelegt wurde, legt man hier einfach auf dem gleichen Weg eine zweite Startliste an. Wählt auch wieder alle Ergebnislisten aus und sagt statt zufällig anordnen einen Bahnwechsel der vorherigen Liste. Nun wurde hier halt eine zweite Startliste erstellt, wo einfach die Bahnen getauscht wurden. Jetzt füge ich mal die Zeiten im Block hinzu, und zwar setze ich einfach alle schnell auf ungültig und schaue mir dann einmal die Ergebnisse an. Und zwar beim Löschangriff weiblich nur die Löschangriffmannschaften
wird auch nur die FFALE aufgeführt mit ihren beiden Läufen und die Bestzeit wird gewertet. Beim Mehrkampf sieht es so ähnlich aus. Dort ist Zoën Roda mit ihren beiden Läufen und die Bestzeit wird gewertet. Und außer der Wertung steht hier unten das Team Mecklenburg-Vorpommern. Schaut man sich das PDF an, werden nur die gewerteten Mannschaften angezeigt. Jetzt lege ich nochmal eine Startliste für die Hindernisbahn weiblich an. Dort muss man hier natürlich auch noch einen entsprechenden Namen vergeben. Und sagt hier statt Listen bei der Listenerstellung nicht zufällig anordnen, sondern Mannschaftsreihenfolge beachten. Und dort sehen wir, dass erst eine Katrin Dastlein, die als erstes in der Mannschaft laufen sollte, dann Julia Schmidt ganz unten kommt und dazwischen noch Stefanie Rost, die aber vom Team MV außer der Wertung startet. Wenn ich diese Startliste vom Hackenleitersteigen anlege, dann dreht sich halt Julia und Aki in der Mannschaftsreihenfolge um. Genau. Auch hier kann man natürlich noch die Reihenfolge bearbeiten und die Zeiten auf dem entsprechenden Wege eingeben. Wenn Fragen sind, dann einfach melden. Ansonsten viel Spaß mit dem Programm.